Hallo, Klausentrainer Andreas Thienmacher aus Karlsruhe. Heute im Venice Beach in Karlsruhe, bei Nummer 1 zum Thema Fitness. Heute wieder mit Ramona zum Thema gesunde Fitness. Wir werden euch heute ein paar Übungen zeigen, wie man sie ausführen sollte und was man tunlichst vermeiden sollte. Ramona zeigt uns jetzt Bizepsübungen, und zwar verschiedene Bizepsübungen, auch im Kabel. Wie ihr jetzt gesehen habt, kann man am Kabel eigentlich extrem viele Übungen ausführen und so ist es natürlich auch für den Bizep. Wir zeigen uns jetzt mit dem Einhandgriff eine Bizepsübung, danach nochmal mit der SZ-Stange. Mit der SZ-Stange nochmal eine Bizepsübung. Das ist jetzt eine Bizepsübung mit dem Einhandgriff, wie man hier sehen kann. Runter bis zur Unterarmstreckung. Dann ein bisschen höher im rechten Winkel spüren, wann der Bizep nicht mehr arbeitet. Genau. Konzentration, wann hört er auf zu arbeiten, wann bin ich außerhalb des Range of Motions und jetzt ziehe ich meinen Unterarm ganz nach oben. Das wird oft praktiziert, aber da haben wir oben gar keine Last mehr im Bizeps, sondern immer nur so weit den Zug ausführen, wie wir Last auf dem Bizeps haben. Tick höher wie der rechte Winkel, wie man hier auch wieder sehen kann, Handgelenk ist stabilisiert. Bewegt mal das Handgelenk mit, was man sehr oft sieht, dass wir nach unten gehen, das Handgelenk mit aufmachen und jetzt aus Handgelenk extrem einrollen. Das sind Dinge, die laufen natürlich sehr stark über die Bänder ab am Unterarm und es kann dazu führen, wenn man es übertreibt, dass die gereizt sind und dann ist irgendwann mal 14 Tage, 3 Wochen kein Training mehr möglich. Aus diesen Gründen Handgelenk stabilisieren, tendenziell sogar das Handgelenk in Tick einrollen und wie man hier sehen kann, natürlich Rücken auch schön gerade das Ganze. Mit Spannung auf dem Bauchmuskel. Ja, so schaut das Ganze gut aus. Bizepsübung am Einhandgriff. Ramona zeigt uns jetzt Bizep-Curls mit der SZ-Stange. Die SZ-Stange hat den Vorteil, dass da eine leichte Pronation vorliegt. Das heißt, die Stange ist leicht gebogen und dann nimmt man dann eben die Last an der Elle raus, am Ellengelenk und wie man hier sehen kann, natürlich das ganze Brustwirbelsäule aufgerichtet, Unterarm so weit nach oben bis zum rechten Winkel, Unteroberarm langsam wieder nach unten, fast in die Streckung und das Ganze schön gleichmäßig, ohne Ruck, ohne Anlauf ausgeführt. Wir schauen uns das mal von hinten an. Hier der Rücken ist aufgerichtet, Brustwirbelsäule ist aufgerichtet. So schaut es gut aus. Gehen wir von der Seite runter fast bis zur maximalen Streckung. Nach oben bis zum rechten Winkel, Unteroberarm, Tick höher sogar. Auch wieder hier nur so weit, wie der Bizep Funktion hat. Das heißt, ab einer gewissen Höhe haben wir keine Spannung mehr auf dem Bizep. Dann macht es auch keinen Sinn, dann sind wir außerhalb des Range of Motions. So, dann nochmal von der anderen Seite. Hier auch sichtbar, die Handgelenke sind stabilisiert. Da findet keine Bewegung im Handgelenk statt. Provoziere mal die Bewegung im Handgelenk. So, und jetzt mit Handgelenk auf- und abrollen sollte man es nicht praktizieren, weil das führt in der Regel zu einer Überlastung der Bänder im Unterarm. Oder natürlich auch hier schon zu weit nach oben gezogen, eingelegt. Da haben wir keine Spannung mehr auf dem Bizeps. Nochmal bitte im Funktionsbereich des Bizeps arbeiten, genau mit gestreckten Handgelenken. So sollte Bizep-Curls ausgeführt werden.